Der Wiener Opernball. Der Hausball der Wiener Staatsoper ist alljährlich der gesellschaftliche Höhepunkt der Ballsaison. Er findet immer am letzten Donnerstag vor dem Aschermittwoch statt. Und das im schönsten Ballsaal der Welt, in der Staatsoper selbst. Wollen wir es doch vielleicht ein bisschen so sehen, dass der Opernball, der eigentlich früher ja konzipiert war als Ball der Künstler, das ist er leider nicht mehr. Weil die Künstler stehen nicht mehr im Mittelpunkt. Das ist ein bisschen traurig. Man gibt ihnen keine Loge, weil die muss man verkaufen, natürlich für teures Geld, das ist klar. Ich habe da auch vollstes Verständnis dafür. Aber man sollte ihnen trotzdem eine Loge zur Verfügung stellen, damit die Menschen, die am Opernball gehen, die Künstler aus der Nähe sehen. Betreffend Angst oder Nervosität fragen Sie doch einen erfahrenen Opernstar. Ich bin nervöser als bei jedem anderen Auftritt. Normalerweise hat man einen Auftritt vor 2000 Menschen im Theater oder in der Oper. Aber das hier verfolgen Millionen von Fernsehzuschauern und man hofft, dass alles funktioniert. Ach, das glaube ich ihm nicht, dass er nervös war. Ich weiß aber genau, was Placido meint. Wenn beim Singen eine Kamera ist, dann gibt es mehr Druck und Anspannung. When there is a camera, of course, when you have to sing, is always extra pressure and. Aber dass er nervös war? Nein, das glaube ich ihm nicht. But that he got nervous, I don't really believe so. Ich habe mir schon gedacht, das ist eine lange Eröffnung, gell? Also da steht man schon 1,5 Stunden, bis es dann wieder fertig ist. Das dauert zu lang, für meinen Begriff. Es muss ein bisschen schneller gehen, bis die Leute in der Absperrung stehen und den Damen schon die Füße wehtun und der andere sagt, jetzt muss ich enden, egal was. Aber jetzt soll es weitergehen. Das dauert lang. Das muss ein bisschen meiner Meinung mehr. Okay, wir haben die Polonaise, wir haben das alles. Das Ballett wunderbar, jedes Mal. Und auch dann der Stargast, der dann singt schön. Aber es gehört ein bisschen flüssiger, ein bisschen jovialer, ein bisschen familiärer. Dann wird man auch diese Künstler vielleicht ein bisschen mehr dazu bringen, dass sie kommen. So, you will dress at the opera ball and then you'll. Die Opernballrobe kann man kein zweites Mal tragen, weil die Robe überall aufscheint, im Fernsehen, auf Fotos. Jeder sieht mich oft in diesem Kleid und daher kann ich es bei meinen Konzerten und vor allem auch beim nächsten Opernball nicht mehr tragen. Bei den Frauen ist es natürlich immer das Neue. Ich meine, es ist ja auch nicht so schwer. Du musst halt immer was Neues nehmen. Das wird man doch finden. Gibt doch heute schon alles. Eine Frage natürlich auf der finanziellen Seite, nicht? Des Freundes oder des Gatten, je nachdem, was er springen lässt. Der Staatsakt im Walzertakt ist mit seinen tausenden Besuchern das bedeutendste Ereignis der Ballsaison.